Wie jedes Jahr, so folgten auch diesmal wieder zahlreiche Patrioten und Nationalisten am 1. Mai, dem Tag der deutschen Arbeit, dem Ruf der NPD und gingen auf die Straße, um soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen einzufordern und um gegen die Ausplünderung des Sozialstaates durch Wirtschaftsflüchtlinge aus aller Welt zu protestieren. In Dresden beteiligten sich unter maßgeblicher Mitwirkung der NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten, die bei der Demonstration mit einem eigenen Fahnenblock an der Spitze ein beeindruckendes Bild bot, gut 250 Teilnehmer an der durchaus kämpferischen Demonstration der NPD. Die Route führte beginnend am Bahnhof Dresden-Neustadt, erstmals seit Jahren wieder durch dieses Stadtviertel, um schließlich am Bahnhof Dresden-Mitte zu enden. Durch eine sogenannte Gefährderansprache seitens der Polizeiführung wurde den für die Demonstration Verantwortlichen um NPD-Landeschef Jens Bauer schon vor Beginn der Veranstaltung klar, dass von politischer Neutralität seitens der Staatsmacht an diesem Tag nicht auszugehen war. Die Polizei machte deutlich, dass sie das Zeigen von Plakaten mit dem NPD-Wahlkampfmotto »Migration tötet« unterbinden wird. Die Nationaldemokraten ließen sich jedoch nicht beirren und setzten ihren Weg fort. Dabei sahen sie sich mehrfach Blockadeversuchen antideutscher, teilweise sichtbar gewaltbereiter Kräfte ausgesetzt. Die Polizei schien leider durchweg dazu nicht in der Lage, die rechtswidrigen Sitzblockaden zu räumen. Trotzdem setzte sich die NPD letztlich durch und bahnte sich ihren Weg durch die Antifa. Eine längere Zwangspause durch eine Sitzblockade nutzte der NPD-Europaabgeordnete Uwe Vogt, um seine Rede spontan vorzuverlegen. Bürgerinnen und Bürger, lasst euch durch die Propaganda der Gegner nicht täuschen. Wir wissen, was ihr mit uns vorhabt. Das deutsche Volk soll aufhören zu existieren. Wir sollen in einer multikulturellen Gesellschaft unsere Zukunft finden. Und wir hören es am Applaus der Linken. Nur kann ich euch sagen, wenn es in Deutschland so weit ist, dass erst die Islamisten das Sagen haben, dann werdet ihr auch jeden Tag fünfmal auf den Gebetsteppich kriechen müssen oder sie werden euch einen Kopf kürzer machen. Zudem sprachen der NPD-Landesvorsitzende Jens Bauer, der Vorsitzende der Tschechischen Arbeiterpartei für soziale Gerechtigkeit Thomas Wanders sowie der Vorsitzende der Jugendorganisation Junge Nationalisten Christian Häger. Zum Abschluss der Veranstaltung machten sowohl der NPD-Parteivorsitzende Frank Franz als auch der NPD-Spitzenkandidat zur sächsischen Landtagswahl Peter Schreiber deutlich, was sie von Maulkorb erlassen und Meinungsunterdrückung halten. Liebe Freunde, irgendwo sind wir in diesem Land an einem Punkt, an dem Schluss sein muss. Und ich werde mich hier nicht zum Nappel machen und ich werde auch in Zukunft die Wahrheit aussprechen. Und deswegen sage ich euch, die können ermitteln, wie sie wollen. Ich sage, Migration tötet. Oh. Ihr habt nicht gefallen lassen. Ich bin auch davon überzeugt, Migration tötet unseren Sozialstaat. Migration tötet unseren Nationalstaat. Und Migration tötet unsere Kultur. Und deshalb bleiben wir auch bei dieser Aussage und werden nicht wanken, sondern diese Botschaft weiter ins Land tragen. Man darf nun gespannt sein, wie die juristische Prüfung ausgeht und wo die Grenzen der Meinungsfreiheit künftig liegen werden. Die NPD wird es sich auch künftig nicht nehmen lassen, darauf hinzuweisen, dass Millionen Deutsche ohne die Aussicht auf eine gerechte Rente Vollzeit arbeiten, während die Grenzen für Lohndrücker offen stehen. Sozial geht nur national. Das war die zentrale Botschaft dieses 1. Mai. Nicht nur in Dresden, sondern auch im brandenburgischen Guben und Eisenhüttenstadt sowie in Wismar, wo ebenfalls jeweils mehrere hundert Heimattreue auf die Straße gingen.